Hallo, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich sitze hier gerade am Gardasee, dieser wunderbaren Aussicht. Habe ein ruhiges Plätzchen gefunden mit ein bisschen Schatten. Hello, hello. Und bin ein bisschen am Szenieren. Und als ich entschieden habe, ich möchte dieses Live-Video machen, hat sich dieses Schiff da vorne entschieden anzulegen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich mich davon nicht abbringen lasse, dass jetzt dieses Schiff da anlegt. Und ich hoffe, ich habe Kopfhörer drin, ihr hört mich gut. Ja, ich habe hier wieder ein bisschen Klarheit bekommen, die ich auch mal aussprechen wollte. Ihr wisst doch, so viele Leute reden von der geistigen Welt und von dem Kontakt zur geistigen Welt und dass sie Informationen bekommen aus der geistigen Welt. Und ich habe gestern schon nochmal mit jemandem gesprochen, der mir auch wieder erzählt hat, er hat gehört von einer aus der geistigen Welt. Das und das und das würde passieren. Und dann habe ich gefragt, ja, mit wem redet denn die da in der geistigen Welt? Ja, die hat eine ganz spezielle Verbindung in die geistige Welt. Und ich weiß, wir alle, das ist ja so ein wunderschönes Narrativ, oder? Diese Verbindung in die geistige Welt. Und nur Auserlesene haben diese Verbindung in die geistige Welt. Und da weiß man dann, was da passiert. Und da kann man in die Zukunft schauen und all dieses Zeugs. Ja, das kennen wir sicher alle, oder? Ich sehe gerade die Müriwet, die liebe Mentorin von mir, schaut zu. In der Türkei ist es ja auch so. Man kann ja aus dem Kaffeesatz, kann man ja auch die Zukunft lesen, oder? Und da gibt es ja auch spezielle Frauen, die können aus dem Kaffeesatz, können sie die Zukunft vorhersagen. Und ja, was ist denn das für eine Zukunft? Was ist das für eine Vorhersage? Und was ist das für eine Stimme? Ich will mal damit anfangen. Die geistige Welt. Da sind keine Geister drin, da sind auch keine Gespenste drin. Die geistige Welt, das heißt auf Englisch Spirit World. Und das wiederum heißt die nicht physikalische Welt, die nicht materielle Welt, wo alles eben Energie ist. Und Dr. Joe Dispenza nennt es das Feld der unendlichen Möglichkeiten. Das Feld, in dem alles da ist, das göttliche Feld. Gänsehaut. Ja, es ist mega schön. Ja, es ist wirklich viel los hier im Moment, aber das Plätzchen gefällt mir. Wenn das Schiff jetzt gleich weg ist, dann gefällt es mir wieder besser. Also nochmal zurück zu dieser geistigen Welt, ja? Man muss sich das mal klar machen. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen und das ist wichtig. So, schau mal dazu, bevor ich weiterrede. Das macht sich jetzt auf die Reise, dieses Schiff. Ja, wo ich bin, ich genau im nördlichsten Punkt von Gardasee bin ich jetzt im Moment, in Torbole. Und ja, eigentlich wollte ich heute nach Hause fahren, aber es ist so schön hier und jetzt habe ich wirklich mein ruhiges Plätzchen gefunden. Ich wollte eigentlich zuerst in ein schönes Hotel gehen, aber es ist alles ausgebucht. Aber das macht mir ja nichts. Ich habe mein schönes Hotel dabei und habe jetzt auch ein schönes Plätzchen gefunden, wo ich die Ruhe genießen kann. Genau. Also die geistige Welt, da sind ja so viele Lehren und Mythen darum. Eieiei. Lehren und Mythen. Jetzt spritzt hier. Der Hund findet es nicht lustig.
Das ist ein interessantes Video. Also, diese Märchen und Mythen der geistigen Welt, was das jetzt letztendlich wirklich ist. Es ist der Raum, aus dem wir sind. Es ist der göttliche Raum. Es ist das Feld der unendlichen Möglichkeiten, das energetische Feld, das schwingungsgeladene Feld, das durch unsere Vorstellungskraft zu manifestieren, sich manifestiert. Außerhalb von deiner Vorstellungskraft manifestiert sich nichts. Und das ist so, so schwer zu verstehen für unseren Verstand, dass das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, und alle unsere Gefühle sind Wahrnehmungen, alle unsere Gedanken sind Wahrnehmungen, das sind Energien. Und bevor diese Energien sich niedergeschlagen haben, sich manifestiert haben, ist es eine Vorstellung. Aber es gibt keine geistige Welt, die unabhängig von einem existiert. Jeder hat sein eigenes Feld, jeder hat seine eigene Energie, jeder hat das, was er sich kreiert. Nun gibt es aber ein Feld, das vereinheitlichte Feld, ein Feld, wo alles gleich ist, ein Feld, wo die göttliche Energie drin ist, also eine Energie, die sich nach Fülle, Liebe, Ganzheitlichkeit, Perfektion, Fehlerfreiheit anschaut, anfühlt. Das ist dieses vereinheitliche Feld, das ist die göttliche Herkunft, das ist die Energie, aus der alle gemacht sind im Ursprung, aus der, ist er hier? Komm her. Aus der alle gemacht sind. Die göttliche Vorstellung, die göttliche Energie, da sind wir alle eins. Und da gibt es keine Zeit und da gibt es keinen Ort, da gibt es kein Entweder-Oder, da gibt es keine Bedingungen. Das ist das reine Sein. Auf Englisch the isness. Das ist einfach nur. Es ist einfach nur. Und jetzt haben sich halt viele selber ausgedacht, dass sie einen besonderen Draht zur geistigen Welt haben und haben eine Geschichte drumherum gemacht und erzählen sich und anderen die Geschichte, dass die geistige Welt sie als Channel nimmt. Aber da ist, wenn du direkt mit der geistigen Welt in dem Sinne des All-Eins-geistigen Zustands, des All-Eins-geistigen Felds verbunden bist, gibt es dort aber keine Geschichten, die über Krankheit reden, die darüber reden, dass man nicht gut genug ist, dass etwas nicht perfekt ist, dass etwas in Ordnung gebracht werden muss. Und all diese Geschichten, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass die Welt zu Ende geht, dass wir Weltuntergang haben, dass wir Unfälle haben und so weiter. Das ist alles eine Geschichte. Dieses All-Eins-Feld, das erzählt dir nur, wie toll du bist. Diese wahre geistige Welt erzählt dir nur, wie toll die Menschheit ist, wie liebend die Menschheit ist, wie die Menschheit geliebt wird, wie die Menschheit perfekt ist, wie die Menschheit gesund ist, dass es keine Krankheit gibt, dass die Menschheit überhaupt nicht krank ist, nicht krank sein kann, noch nie krank war. Und wenn dir jemand das channelt, dann channelt er die Wahrheit, die wahren göttlichen Prinzipien aus dieser sogenannten geistigen Welt. Und wenn dir irgendeiner
etwas channelt, wo dich warnt, wo dir sagt, du bist nicht gut genug, da musst du noch mehr sein, da musst du dich noch weiterentwickeln, da bist du noch fehlerfrei und vor allem, du musst dich noch weiterentwickeln in deiner Spiritualität und all den Kram. Leute, das sind Geschichten. Hört auf, bitte, euch Bären aufbinden zu lassen von Geschichten des Mangels. Alle Geschichten des Mangels und der Imperfektion, des Krankseins, des Fehlerhaftseins sind Geschichten nicht aus der göttlichen geistigen Welt, sondern es sind Geschichten aus der geistigen Vorstellungskraft von Menschen, von Menschelein, von Menschen, die sich in der Realität, in ihrer Konditionierung und in ihrer Programmierung widerspiegeln und dort ihre Bedingungen und Grenzen und Schmerzen und Unterdrückungen holen. Und wir sind noch auf dem Weg in die Freiheit, in die Wahrhaftigkeit und wir müssen doch erstmal kennenlernen, wohin die ganze Reise gehen soll. Und wohin es gehen soll, das spüren wir ganz genau. Das spüren wir, seitdem wir uns erinnern. Alles das, was uns einengt, was uns unterdrückt, was uns Schmerzen bereitet, was uns nervt, was uns nicht tun und sein lässt, was wir gerne wünschen und was sich gut anfühlen würde. Das ist nicht die göttliche geistliche Welt. Die Bibel würde sagen, das ist der Teufel. Die Bibel würde sagen, du musst den Teufel austreiben. Das heißt nichts anderes. Du musst deine Gedanken wechseln, du musst deine Antenne wechseln, deine Verbindung wechseln, deinen Draht wechseln in die Wahrhaftigkeit unseres Seins, unserer Herkunft, der Bedingungslosigkeit und der bedingungslosen Liebe. Ja, das war eigentlich mal das, was ich zu diesen ganzen Meeren sagen möchte. Und ich bin doch auch da drauf aufgesprungen. Ich bin doch auch diejenige gewesen, die irgendwo immer wieder sich die Bestätigung abgeholt hat, dass sie nicht gut genug ist, weil sie ja keinen Kontakt zur geistigen Welt hat, weil sie ja so klein ist und erst noch wachsen muss und erst noch der gute und der beste Mensch werden muss, weil, und etwas dafür tun muss. Aber die Wahrheit der Idee ist, wir müssen gar nichts dazu tun. Es muss uns nur auffallen. Wir müssen es nur erkennen. Wir müssen es nur begreifen. Und die ganze Wahrheit, die Wahrhaftigkeit, das Wissen, das alles weiß, das ist in dir. Du kannst alles erfragen. Du kriegst für alles die richtige Antwort. Und dass es die richtige Antwort ist, merkst du daran, dass es sich gut anfühlt, dass es sich leicht anfühlt, dass es sich frei anfühlt. Und wenn du diesem Gefühl folgst, dann bist du auf dem richtigen Weg, dann hast du den richtigen Draht, dann hängst du am richtigen Tropf, dann bist du gut und richtig, dann passiert dir nichts, dann kannst du keinen Fehler machen. Es wäre so einfach. Durch den Filter des Abrufenden gegangen. Ja, genau. Und das ist so, so viele selbsternannte Channeler und Medien, die Warnungen aussprechen, weil sie eine Warnung bekommen haben. Das ist maximal eine Warnung an diese selber. Eine Warnung, die in ihrem System aktiv ist. Aber du musst es nicht kaufen. Du musst nicht glauben, du hast was falsch gemacht. Du musst nicht glauben, dass du in Gefahr bist. Du musst nicht glauben, dass irgendetwas schief läuft, bloß weil dir irgendeiner das channelt. Und jetzt lese bitte ganz, ganz gut zwischen den Zeilen. Irgendeiner. Da muss nicht Medium draufstehen. Da kann Nachbar draufstehen.
Egal, die Leute channeln dir die ganze Zeit ihre Bullshit-Stories. Kaufe sie nicht, wenn sie sich schlecht anfühlen. Dein System weiß ganz genau, was richtig ist und was falsch ist, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Glaube keine Lügen, wenn sie sich schlecht anfühlen und wenn es alle glauben und es sich immer noch für dich schlecht anfühlt, dann kannst du das Standing haben und zu sagen, ich kann zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Und ich weiß, was stimmt und was nicht stimmt. Und wenn du dich das traust, dann hast du deinen Zweck deines Lebens gefunden. Dann hast du herausgefunden, um was es hier geht in diesem Zeitalter, in diesem Moment, herauszufinden, was ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit unseres Seins. Und dich nicht abbringen zu lassen, auch wenn die Welt scheinbar anders funktioniert, anders tickt, anders glaubt, anderes System, ein System an Mangel aufgebaut hat, heißt es nicht, dass du dein Lebenssystem auf Mangel aufbauen musst, auf Unzulänglichkeit aufbauen musst, auf Angst vor Krankheit aufbauen musst. Du hast die Wahl. Und wenn du nur die Wahl triffst, nur noch die Dinge zu machen, die sich für dich gut, richtig und wahrhaftig anfühlen, dann bist du auf einem guten, guten Weg. Und wenn du dir aufhörst, einreden zu lassen, dass auf diesem Weg deine finanzielle Versorgung nicht garantiert ist, weil es stimmt nicht. Wer hat sich denn das ausgedacht, dass die finanzielle Versorgung auf dem Weg des Mangels garantiert ist, der sich schlecht anfühlt, der sich unterdrückt anfühlt, der sich ängstlich anfühlt, der sich unbehaglich anfühlt. Und die finanzielle Versorgung sollte auf dem Weg der Freude, der Leichtigkeit, der Befreiung nicht stattfinden. Deine finanzielle Versorgung, die findet nicht zwischen Materie und Materie statt. Genauso wenig wie deine Gesundheit, deine Heilung zwischen Materie und Materie stattfindet. Das ist eine Fata Morgana. Das ist etwas, was man dir erzählt hat. Aber alles, was du hast, entsteht in dir und durch dich. Gesundheit genauso wie finanzielle Versorgung. Und wenn du es dir mit finanzieller Versorgung nicht vorstellen kannst, kannst du es dir sicher ganz gut vorstellen, dass deine Gesundheit nicht durch irgendwelche Tabletten, nicht durch irgendetwas, was du vom Außen bekommst, hergestellt wird. Es kann sein, dass sie sich durch äußerliche Sachen als Placebo, als Hilfsmittel, als Unterstützung einstellt. Aber der Ursprung war immer im Geiste, in der Vorstellung, immer im Spirit. Und welchen Weg das hier für dich in deiner Inkarnation, also in Karne, im Fleisch, im Körper, bedeutet, dass es immer gut, wenn sich's gut anfühlt. Es ist immer gut, wenn sich's gut anfühlt. Und wenn sich's nicht gut anfühlt, dann ist da irgendeine Überzeugung, die dir Angst macht, die dich unterdrückt, die dir nicht erlaubt, dass sich die Dinge gut anfühlen. Und die darfst du finden. Und dann gehst du langsam aber sicher in die Freiheit, Schritt für Schritt in die Freiheit. Und es ist immer wieder ein Stückchen Unfreiheit unterwegs.
Aber das heißt nicht, dass du nicht auf dem Weg in die Freiheit bist. Die Freiheit, die freie Entscheidung, wie du dein Leben ausgestaltest, was du glaubst, was du denkst, was für dich stimmig ist, dass du es aus deinem Herzen heraus entscheiden darfst, dass du dir diese Erlaubnis gibst und alle Stimmen, Lügen strafst und zur Ruhe rufst, die dir sagen, dass du irgendwo im Mangel bist. Im Mangel in der finanziellen Versorgung, im Mangel in der Gesundheit, im Mangel in der Unterstützung, im Mangel in der Liebe. Das sind Meinungen, die du nicht teilen musst. Und ich gebe dir jetzt noch eine Übung. Stell dir mal vor, es würde den ganzen Tag und die ganze Nacht, und das ist eben auch diese Vorstellung, ein göttliches Wesen, ja, manche nennen es Engel oder was weiß ich nicht was, ein göttliches Wesen, das dich aus ganzer Kraft liebt, bestützt, unterstützt und versorgt, an deiner Seite sein. Dieses göttliche Wesen kannst du dir kreieren. Mit diesem göttlichen Wesen kannst du kommunizieren. Aber es ist dein göttliches Wesen, das hast du gemacht. Das macht kein anderer. Es lebt in deiner Welt. Du hast es erschaffen, genauso wie du alles andere erschaffen hast, wie du deinen Körper erschaffen hast und wie du deine Probleme erschaffen hast, wie du deine Ängste erschaffen hast und wie deine Sorgen erschaffen hast und wie du die ganzen Attacken und Angriffe im Außen erschaffen hast. Und nun erschaffst du eine Begleitung, 24 Stunden am Tag, die bei dir ist, die dich unterstützt, die dich hypt, die dich lobt, die dich führt, die dich kuschelt, die dich tröstet und die dir immer sagt, was der nächste logische Schritt ist. Erschaffe doch mal sowas. So viel zur geistigen Welt und wer du bist in der geistigen Welt, wo die geistige Welt wirklich, wirklich herkommt und wie sie in Relation zu jedem einzelnen Menschen zur Verfügung steht, als Hilfe, aber nicht als externe Hilfe, die irgendjemand anders initiiert oder die einen eigenen freien Willen hat, sondern eine Hilfe, die du dir als Schöpfer an deine Seite kreiert hast, weil du es wert bist, weil du für alles Unterstützung verdient hast, weil du für alles und immer Versorgung verdient hast, weil du immer höchste, größte Liebe, Freundlichkeit verdient hast. Ich schreibe oft mit Gott und er antwortet mir, was ich tun kann. Dann habe ich mir das auch erschaffen. Na klar, weil du bist ja Gott und du kannst dir ganz viele Götter nehmen, die erschaffen, wenn du möchtest. Aber wenn du dir einen Gott erschaffst, dann erschaffst du dir doch wirklich den göttlichen Gott. Und wenn dein Gott mit dem, der dir antwortet und dir Einschränkungen oder Angst macht oder dich warnt oder zur Vorsicht ruft, dann merkst du, dass du eben da mit einem falschen Gott verbunden bist, weil der wahre Gott, aus dem wir kommen, von dessen Idee wir abstammen, dessen Abbild wir sind, der sagt, du kannst alles haben, was du willst. Du kannst in absolutem Glück und sorgenfrei leben, wie du willst. Du musst dich nicht anpassen, du musst dich nicht unterordnen, du musst dich nicht unterdrücken, sondern du bist wundervoll, so wie du bist. Der empowert dich und sagt dir eben, ja genau, du bist wundervoll, du darfst alles haben, was du willst, du darfst alles machen, was du willst, du darfst alles sagen, was du willst. Und ich liebe dich auch, wenn du mal traurig bist, wenn du mal Angst hast, wenn du mal vom Weg abgekommen bist, komm zurück zu mir. Es gibt keine Strafe, es gibt keine Schuld, es gibt keine Sühne, komm einfach zurück. Und das dem Bewusstsein klar zu machen, seinen Verstand wirklich
dieses Weltbild für sich zu verändern und sich halt von niemandem mehr irgendeine Kacke einreden lassen. Das liegt mir am Herzen. Weil ich weiß, es öffnet Türen und Toren. Es öffnet die Türen und Tore zu all deinen Wünschen und zu all deinen Träumen, weil es ja schon da ist. Es geht ja nur darum, dass du die Türen öffnest und hindurchgehst. Und die Türen sind alle beschriftet. Und du weißt, ja, wenn ich da durchgehe, das ist toll. Und gleichzeitig kommt immer noch diese Stimme und sagt, ja, wie soll das weitergehen? Wie sollst du es finanzieren? Wie sollst du es zeitlich machen? Wie sollst du es mit der Familie hinkriegen? Wie sollst du es machen mit all diesen anderen Ansprüchen, die du zu erfüllen hast? Und da kann ich dir nur sagen, du hast keine Ansprüche zu erfüllen, die du nicht erfüllen möchtest. Du musst niemand sein, der du nicht sein möchtest. Du musst deine Zeit nicht mit Dingen verbringen, mit denen du sie nicht verbringen möchtest. Aber es ist eine Entscheidung und ein Lifestyle. Und du hast alle Möglichkeiten, dir einen Lifestyle zu erlauben, den du haben möchtest. Und der ist so klar für dich, dieser Lifestyle. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel für mich diesen Lifestyle gewählt, dass ich wirklich niemanden, nicht mal einer Rezeptionistin, nicht mal einem Kellner irgendetwas sagen muss. Ich habe mir heute die Haare im See gewaschen. Hat man kurz ein schlechtes Gewissen. Aber wenn ihr dieses Schiff gesehen habt vorher, das hier rumfährt und was das in den See reinschleudert, an Öl und an Dreck und die anderen Boote, das ist ja nicht das einzige Boot hier. Dann ist dieses kleine bisschen Shampoo, was ich jetzt heute in den See reingewaschen habe, doch voll okay, oder? Lieber Shampoo, wie Öl, Dreck, Abwasser, Abgase, keine Ahnung. Und es geht hier überhaupt gar nicht um Geld, warum ich das gewählt habe. Ich habe das gewählt, weil ich genießen will, weil ich meine Ruhe will, weil ich mit mir sein will, weil ich mit meiner göttlichen Kreation an meiner Seite die Zeit verbringen will, weil ich wissen will, was will ich als nächstes kreieren, weil ich die Intuition und die Impulse hören möchte. Und da kann ich nicht damit beschäftigt sein, irgendwelche Check-ins, Check-outs, Regeln, Anforderungen. Das gefällt mir nicht, das passt mir nicht. Ich mag wirklich 100% frei sein. Das ist für mich einfach das Sinnbild dessen, Freiheit, und ich kann Bedingungssystem wählen, aber ich habe mir einen Lebensstil geschaffen, wo ich das auch nicht wählen kann. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die haben sich noch nicht erlaubt, sich einen Lebensstil der freien Wahl zu erlauben. Und bei mir geht es halt wirklich auch so weit, dass ich sage, ich kann sein, wo ich will, wann ich will. Ich bin von nichts und niemandem abhängig. Ich habe immer ein Bett, ich habe es immer kuschelig, ich habe es immer schön, ich habe es immer ruhig, ich habe immer das Ambiente, das ich gerade möchte, wenn ich ein anderes haben möchte als zu Hause. Und das, finde ich, geht so, so viel weiter als darauf hinzuarbeiten, im höchsten Luxus, in den höchsten Luxushotels absteigen zu können. All das kann auch alles schön sein. Aber die wahre Freiheit ist tatsächlich in der freien Wahl. Und wenn ich niemandem irgendetwas sagen muss und trotzdem alles habe, weil alles zu mir kommen kann und ich nicht organisieren, manifestieren muss. Ich muss nichts bestellen, ich muss kein Getränk bestellen, gar nichts, wenn ich keinen Bock drauf habe. Das ist für mich so, so, so viel wichtiger als aller Luxus dieser Welt. Ist für mich Freiheit, ist für mich das höchste Gut und der höchste Luxus. Und ich kann darauf verzichten und wählen,
Aber ich möchte das für mich als Lebensbasis haben. Für mich ist das etwas, wo ich immer darauf hingestrebt habe, dass ich nichts mehr machen und tun muss. Und ich bin mittlerweile in der glücklichen Lage, dass mein Sohn 18 Jahre alt ist, natürlich. Er ist zwar noch im Gymnasium, muss dann noch einige Regeln und Vorgaben befolgen, aber durch seinen Sport, durch seinen, ja, dadurch, dass er ein Standing hat im Sport, ist er mittlerweile auch so weit, dass sich sehr viel nach ihm richtet, wie er es haben möchte. Und er ist erst 18, also da ist noch Luft nach oben. Aber ich meine, ich verstehe alle, die das jetzt hier hören und sagen, oh mein Gott, mein Kind sind schulpflichtig. Aber auch da, echt, es gibt Wege. Es gibt Wege, frei zu sein und niemandem die Erlaubnis zu geben, irgendeine Entscheidung über dein Leben zu treffen, die du nicht treffen möchtest. Das musst du nicht, auch wenn es so ausschaut. Ich möchte euch alle bestärken, die gerade noch nicht so ganz da rauskommen oder rausgekommen sind, aber ich weiß, es gibt Wege, weil wir kreieren die Wege, wir kreieren uns die Unterstützung, wir kreieren alles. Wir müssen nur uns nicht unterkriegen lassen von dieser Fata Morgana im Außen, die uns immer wieder scheinbar zeigen möchte, dass es nicht geht. Es ist alles, 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 alles möglich. Und ich habe nicht nur für mich gesprochen, sondern auch für die anderen Frauen, die bei mir Programme gemacht haben, die an sich gearbeitet haben. Und wenn du mit mir ein Programm machst, dann heißt es nicht, dass ich das Zeug für dich mache, sondern ich unterstütze dich, ich sage dir, wie es geht, aber du musst deinen Weg finden, deinen eigenen Weg im göttlichen Prinzip, in der göttlichen Wahrheit, wie du individuell das für dich haben willst in deinem Leben. Frei, gesund und fröhlich zu sein. Wow, jetzt kommen nochmal Wellen. Also, ihr Lieben, mit diesen Wellen verlasse ich euch und bis bald. Tschüssi.